Moinsen Minecraft-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde Feed the Beast Infinity. Jo, wir hatten gestern Livestream und wir haben es gerade Samstagmorgen 8.32 Uhr und ja, ich denke, ich mache jetzt mal eben so eine kleine Stream-Zusammenfassung und danach fangen wir schon mal an, so ein bisschen was zu bauen. Ja, also viel haben wir eigentlich nicht so wirklich, ja doch, eigentlich haben wir schon viel geschafft, nur das Problem ist halt, dass sich das auf diesem Riesengebiet immer so übelst verläuft. Ja, wir haben hier unsere Solarpanels ein bisschen ausgeschmückt, wir haben die Trafo-Häuschen gebaut und sind dabei auf ein großes Problem gestoßen, denn wir können diese Advanced Information Panels noch nicht bauen, weil uns da etwas fehlt, worum wir uns demnächst kümmern müssen. Und ja, deswegen haben wir erstmal provisorisch die alten Dinger genommen, genauso wie hier. Ich wollte die eigentlich farbig machen, geht mit den Standard-Dingern nicht, wir brauchen halt die Advanced. Also das hier mit diesem Bildschirm ist jetzt momentan nur eine Zwischenlösung, da werden wir später die verbesserte Variante nutzen. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben hier so ein paar Hecken an den Weg rangesetzt, klar. Hat auch ein Weilchen gedauert, aber geht. Ja, Nachteil an der Geschichte ist halt die Tatsache gewesen, dass wir das auf beiden Seiten hier bauen mussten. Aber naja, wir sind ja bald durch. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben den Kern hier ein bisschen vergrößert, schon mal angeschlossen, Kabel hingelegt hier unten längs. Und ja, dann haben wir uns um dieses Wachgebäude hier gekümmert. Das ist von außen erstmal soweit fertig, aber von innen fehlt noch so ein bisschen Dekoration. Aber ich denke mal, das ist wieder was für den nächsten Livestream. Müssen wir mal schauen. Und dann werden wir noch ein paar Minimis brauchen, die hier ihr Unwesen treiben in diesen beiden Gebäuden. Und in diesem einen Gebäude ist ja verbunden hier. Damit wir uns hier auch wohl durchaus sicher fühlen können. Ja. Das eigentlich zum Thema Stream. Ich war nebenbei leider ein bisschen zu viel damit beschäftigt, irgendwelche Leute zu bannen, weil gestern war es richtig schlimm. Und ich glaube, manche von euch sind einfach nicht ganz dicht. Weil so viele wie gestern sind noch nie auf der Bannliste gelandet. Aber wie gesagt, ich möchte mich über dieses Thema nicht weiter auslassen. Ihr versaut mir den Spaß nicht. Punkt. So, was machen wir heute? Ich möchte langsam mal wieder so ein bisschen in die Pötte kommen. Wir haben jetzt lange genug gebaut und jetzt machen wir mal wieder was Technisches, würde ich sagen. Und zwar habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Wir haben ja hier sowieso schon den ME-Controller. Das heißt, wir könnten hier auch ein paar ME-Drives hinstellen, obwohl wir wahrscheinlich gar nicht so viele brauchen werden, je nachdem, mal schauen. Und da dieser Raum hier so groß ist, bin ich fast auch dazu geneigt, die Verarbeitung hier hinzusetzen, weil wir uns damit dann später die Kabel sparen. Naja, bis auf die Kabel halt, die zu den Reaktoren gehen, das ist klar. Aber wie gesagt, ich denke, wir bauen die ganze Lagergeschichte und die ganze Verarbeitungsgeschichte hier mit rein. Damit wir das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zentral haben. Was wir dann hier drüben machen, müssen wir mal sehen. Ich hatte irgendwie noch was auf dem Schirm, aber habe ich jetzt gerade verdrängt irgendwie. Schauen wir dann mal. Also wir kriegen da auf jeden Fall schon was rein. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir anfangen, mache ich nochmal eben eine Sache fertig, die wir schon eigentlich angefangen haben. Und zwar wollen wir irgendwann mal so einen Weg hier längs haben. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen Holz. Daher kommen die Bäume hier weg. Aber jetzt nur so in dem Bereich hier, wo halt später dann, ja, der Weg längs laufen wird. Irgendwann mal in ferner Zukunft. Also wir haben echt noch eine ganze Menge zu tun. So. Ja, ich glaube, das geht. Und von der anderen Seite hatten wir gestern ja schon angefangen, weil wir irgendwie Holzmangel hatten. Naja, kommt vor. So. So, nehmen wir den noch weg. Ach komm, dann kann der hier auch weg. Und von mir aus kann... Ja, der hier muss sowieso weg. Der hängt sowieso schon so halb in der Luft. Dann kann der hier auch weg. Alter Verwalter. Ja, jetzt haben wir... Upala, hier schon mal so eine kleine Schneise gehackt. Und ich sehe schon, wir haben wieder so ein kleines Anhängsel. Ach, das Raw Rubber hätte ich auch woanders... Ah, ist egal. Passt schon. Hatten wir nicht noch Dingswood? Birchwood. Ach egal, habe ich bestimmt schon reingeschmissen. Passt schon. So, ich würde sagen, wir gönnen uns mal was. Jetzt ist die Frage, wie viele ME-Drives wir bauen. Also ich glaube nicht, dass wir so viele brauchen werden. Huch. Drive. Wir haben sogar... Oh, wir haben sogar noch welche da. Wir haben jetzt also quasi 13. Warum stacken die denn nicht? 457, 457. Ah, naja, gut. 13 haben wir. Machen wir 20 da draus. Mal gucken. Oh, die sind ja schon fertig. Das ging fix, okay. Die stacken nicht. Keine Ahnung, was da abgeht.
Naja, gut, von mir aus. Dann, ja, pass auf, bevor wir die Kabel mitnehmen, setzen wir die erstmal hin. Denn mit den Kabeln müssen wir gleich noch was Spezielles machen. Ja, wo setzen wir denn die Speicherdinger hin? Ich würde sagen... Warte mal, wir setzen die mal hier hin, weil ich wollte die Kante ja noch so ein bisschen machen wie in unserem ME-System bei unserem Haus. Damit das nicht ganz so abgehackt hier ist. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht 21 brauchen werden, weil ist so. Oder machen wir einfach die Reihe voll? Nee, das wäre zu übertrieben. Wir machen jetzt hier noch den einen hin. Und da noch den einen hin und dann da, dann... Ach, hier sind sie noch mehr. Haha. Zack, dann machen wir das so. Und so, wobei wir wahrscheinlich halt, wir müssen das sowieso aufteilen, weil mehr als 8 geht nicht. Das heißt, wir machen das einfach so, dass wir das hier auftrennen, dann haben wir nämlich hier noch einen über. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Stellen wir da noch einen hin. Wir müssen das vermutlich dann nochmal aufteilen. Und zwar hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. So ist das geil. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der hier muss weg. Moment, machen wir lieber so. Geht schneller. So. Ja, das heißt im Klartext, wir können uns das hier leicht machen, indem wir einfach zu jedem Klotz so ein ganz normales ME-Kabel hinlegen. Da brauchen wir kein teures. Wobei, warte mal, wir können, wenn wir von hier aus gehen, unterirdisch ein Kabel, also ein dickes Kabel bis hier legen und von da aus können wir dann mit den kleinen Kabeln dann weitermachen. Ja doch, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Da können wir dann auch ein Standardkabel nehmen, also kein gefärbtes oder so, da brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen. Ich habe übrigens schon mal nach Uranzellen geguckt, wie das hier funktioniert, um mich so ein bisschen mental darauf vorzubereiten. Aber das wird noch eine Weile dauern, würde ich sagen. Cable. Ja genau, das Flux Dance Cable. Richtig, da brauchen wir die Covered Cable für und dafür brauchen wir die und Wolle. Vielleicht müssen wir das doch nochmal automatisieren. Naja, aber jetzt nicht, also nicht diese Folge. Ich möchte nur noch so ein paar... Wenigstens ein paar, komm. Ach verdammt, vergiss es. Ja. Nee, Grain nicht. Ich wollte das ganz normale Flux-Ding haben, genau. Haben wir davon gar keine mehr? Oder wie ist das? Doch, wir haben noch welche. Ha, siehst du. Ach, hätten wir auch so craften können. Okay. Na gut, aber das reicht uns erstmal. Zumindest für den Anfang. Ja, ich glaube, diese Flux-Crystal-Automatisierungsgeschichte, die könnte man sich vielleicht mal in den nächsten Folgen angucken. War ja sowieso generell ein Vorschlag aus der Community. Mal sehen. Gut, dann gehen wir mal bis hier. Ich glaube, das Dance Cable ist auch ein bisschen übertrieben dafür, aber mein Gott. Wenn wir das automatisiert haben, dann haben wir das. Überleg gerade... Nee, das kann ruhig so bleiben. Das halte ich so wie bei dem anderen ME-System auch. Das kann ruhig ein bisschen technisch aussehen. Ah, hier war ich ziemlich dumm gerade. Da müssen wir uns mal eben ein bisschen helfen. Und zwar... Ah, Strom. Cool. Da müsste ja schon der Core sein, ne? Genau, der Controller meine ich. So, dann hätten wir das. Na komm. Ja, dann hätten wir das schon mal angeschlossen. Hier an der Wand bin ich dazu geneigt, Marble hinzusetzen, weil Erde sieht immer hässlich aus, finde ich. Ja, nice. Oh. Was wir eventuell auch noch machen müssten, wäre vielleicht so eine Art Energie-Zwischenspeicher. Wobei, wir haben hier drüben die MFSU, ne? Ist egal. Wenn wir mal Zeit haben, werde ich hier diesen Innenraum mit diesen Energiedingern auffüllen von Applied Energistics. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Und ich bin dann generell
ehrlich gesagt gespannt, wie lange das hier so bleibt, wie es ist, nämlich voll. Weil ich habe auch das Gefühl, dass es im E-System später dann doch eine ganze Menge Strom fressen wird. Wir werden es sehen. Mal gucken. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal nach Hause. Dann... Ja, warte mal. Ja, Pureflux-Dinger haben wir noch. Ja, ich überlege gerade, fangen wir damit noch an, diese Folge? Ich glaube nicht, aber wir können diese Folge nochmal einen Schwung bauen. Glaube ich zumindest. Huch. Genau, Flux Crystal, da brauchen wir Charged Certus Quartz, Nether Quartz, Redstone. Also, Charged haben wir genug. Zack. Zack. Dann brauchen wir Redstone, haben wir geringfügig auch genug. Dirt können da mal rein. Und Nether Quartz, da bin ich jetzt gespannt. Haben wir auch noch genug, glücklicherweise. Los weg hier, bevor ich das wieder einsammle versehentlich. Ja, nice. So gefällt mir das. Blub. Dann haben wir wieder 4 Stacks von dem Zeug. Und dann sollte das laufen. Das heißt, wir werden eine ganze Menge ME-Cable bauen. Und die werde ich jetzt mal eben in Auftrag geben. 200 vielleicht? Passt wunderbar. Damit können wir... Oh, können wir ein bisschen was reißen. Sehr gut. Und pass mal auf, dann nehmen wir schon einen Stack mit. Und ich werde mal... na komm. Die ME-Drives anschließen. Dadurch steigt jetzt natürlich auch der Verbrauch vom System an sich. Und ja, mal sehen. Wie machen wir das am besten? Pass mal auf, wir machen das so. Baue hier nochmal einen weg. Und baue da jeweils nochmal einen von den dicken Kabeln rein. Dann kann nämlich... Huch, nein, nicht mehr gute Schüssel. So. Kann nämlich der Bereich von dem hier angeschlossen werden. Achso, sieht man jetzt nicht, weil keine Speicherzellen drin sind. Und hier gehen wir dann einfach weiter mit dem normalen Kabel. Das reicht ja dann im Prinzip. Ja, also quasi bis hier. Den Rand hier müssen wir gleich nochmal eben mit Marble ausfüllen. Aber das ist ja eher nicht so das Problem. Und damit ein paar Leute von... Achso, das war jetzt schon zu weit. Ja, damit ein paar Leute von euch glücklich sind, werden wir 64K-Zellen bauen. Wie viele, weiß ich noch nicht. Aber ordentlich Ressourcen raushauen auf jeden Fall. Wir werden sie niemals brauchen, aber ist so. Ist zwar, glaube ich, die totale Verschwendung, aber mein Gott. Man gönnt sich ja sonst nichts. Achso, Marble, genau, richtig. Das machen wir zuerst. Ich denke mal, dann kommen wir auch langsam zum Ende. Boah, mal sehen, ob ich den Stein unten noch austausche, weiß ich nicht. Mal gucken. So schlimm finde ich das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, dass er da ist. So, dann hätten wir das. Ja, der erste Schritt hier ist getan. Wir haben für Speicherkapazität gesorgt. Ja, wie gesagt, ich muss mir das nochmal überlegen mit den... Mit der Größe der Speicherzellen. Also wie gesagt, ich glaube die 64er sind wirklich übertrieben. Wir können ja hier die ersten beiden, können wir ja voller 64er machen. Dann brauchen wir 10 Stück. Und die anderen beiden machen wir mit 4K-Dingern. Und dann sollte das hinhauen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss mit der Folge. Danke fürs Zuschauen. Und ja, fasst euch mal, also ein paar sollten sich mal an ihre eigene Nase fassen. Was ihr denn für Kommentare im Chat oder im Twitch-Chat loslassen. Kommt mal wieder ein bisschen klar in eurer Welt. So, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo und dann haut rein. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.